FIFA 22, New Confirmed Transfers and Rumors. Ein paar Sachen wissen wir ja. Wir können ja mal was dazu sagen. Ja, Longley zu Tottenham in die Premier League. Ausgeliehen. Bis Juni 23. Bergwijn oder nicht Wijn? Für 30 Millionen ist er rübergegangen. Und bis 23, also ein Jahresvertrag nur. Kriegen nicht meistens immer zwei, die ganzen Profis? Okay. Bergwijn oder nicht Wijn? Auch Maschine, der Typ. Messias. Zu AC Mailand, okay. Sinistera. 25 Millionen, Vertrag bis 2027. Bei Leeds United, okay. Ja, was sagt ihr eigentlich zu Di Maria, Digga? Der ist auch schon überall gewesen, ne? War Di Maria PSG, Manchester United, Real Madrid, irgendein anderer Verein war auch noch da. Der ist schon bei richtig vielen Vereinen gewesen. Jetzt noch Juve. Entspannt mal 7 Millionen. Ja, Pogba, was sagt ihr dazu? Pogba zurück zu Juve-Chat. Feiert ihr das? Eins in den Chat, zwei, wenn nicht. Back to the Roots, Pogba. Pepe Reina. Ist aber auch lange, lange Keeper, Alter. Bei Liverpool auch und so. Weiß ich noch ganz genau damals. Radonjic. Sagt mir nichts. Vidal geht auf jeden Fall safe in die brasilianische Liga wieder zurück, ne? Oder? So habe ich richtig verstanden. Oder? Samuelito. Zu Atletico. Aber ich check nicht, warum Laienvereine sich manchmal Spieler aus. Manchmal kaufen die, Alter. Man kann doch mal Dingens. Ja. Das ist mal so eine Sache. Marthao. Axel Witzel. Chat, ist das safe? Gar nichts mitbekommen, Alter. Gar nichts mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass der geht, Axel Witzel. Aber zu Atletico Madrid? Warum hat jeder dieses Scheißhemd von Louis Vuitton? Ich habe das überall bisher gesehen. Das sieht auch mega aus. Oder T-Shirt. Ich muss mir das gleich mal reinziehen. Ich finde das echt nice. Downs. Dodo. Zu Florentina, 26. Ahmed Dodjic. Zu Sheffield United, okay. Casale. Kenn ich nicht, Digga. Arribo. Von Rangers in die Premier League. Riches von Bayern. Forest, okay. Was ist denn mit Bale? Der ist auch gewechselt. Oh, Tagliafico kommt mal in die französische Liga. Und ging mir so auf den Sack immer bei SBBs diese Karte, Alter. Und Magnoli von AC Mailand zu Lazio Rom. Noch Leno wechselt zu Fulham, okay. Aber das ist doch Fulham, oder? Müsste doch eigentlich. Pereira auch weg von Manchester United. Ja, Bale ist doch in die amerikanische Liga gegangen, Chat. Oliveira, ey, zu Gala, Chat. Wo sind die Gala-Fans hier? Feiern doch bestimmt viele. Boah. Jetzt kommen die prozentualen Rumors. Also die Spekulationen. Ronaldo, 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass er zu Bayern geht. Digga, wie das aussieht. Ne, guck mal einfach, wie das aussieht. Allein schon, wie das aussieht, Digga. Ronaldo und dann dieses Bayern-Logo da. Also, es wäre krass für die Bundesliga, wenn der weltbekannteste Spieler, der weltbekannteste Mensch, der die meisten Follower auf dieser ganzen Welt hat, in der deutschen Liga spielen würde. Da wird die Bundesliga nochmal vom Ansehen her ganz weit nach oben gehen. Und alleine mit Trikotverkäufen wird Bayern das Geld schon doppelt, dreifach wieder reinholen. Deswegen. Wenn man sich Ronaldo holt, man macht eigentlich gar nichts falsch, dann zahlt man dem halt seine Summe. Aber alleine durch die Trikotverkäufe, Chat. Was meint ihr, wie viele Leute sich da ein Trikot holen werden? Was da abgeht, Digga. 50%. Chelsea ist ja auch noch im Gespräch und so, ne? Koulibaly nach Barcelona. Possibility 40%. Ja, wäre geil, Digga. Sané, Koulibaly oder zu Bayern.
Martinez 85%, dass er zu Manchester United geht, okay? Also, ich will mal eure ehrliche Meinung hören. Würdet ihr das feiern? Eins in den Chat, wenn Ronaldo zu Bayern geht. Oder zwei in den Chat, wenn er zu Chelsea geht. Eins Bayern, zwei Chelsea. Jetzt will ich mal sehen. Azpilicueta, der war die ganze Zeit treu zu Chelsea. Und auf einmal geht er jetzt nach Barcelona. Hm. Also ist nur ein Gerücht natürlich, ne? Ein Kind am Bayern-Fan, das wäre ein Traum. Krass, hier viele Einsen. Ake wieder zu Chelsea. Hm. Weiß ich auch nicht. Dybala zu Manchester United. Boah, ich weiß nicht, ob ich den da sehen würde, Alter. Den kleinen, jungen, süßen Dybala, Alter. Ja, Chat, aber der Vorstand sagt nein wegen Ronaldo, weil Lewandowski noch da ist. Weil, guck mal, wenn jetzt Kahn oder so sagen würde, ey, ja, wir überlegen, Ronaldo zu holen, dann denkt sich der Lewandowski auch, ja, okay. Ihr plant ja eh schon mit dem, dann kann ich ja jetzt sowieso gehen, weil die wollen ihn ja nicht gehen lassen, Lewandowski gerade. Die versuchen ihn ja zu halten. Deswegen muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, ne? Wann man da Bescheid gibt. Aber ich glaube, das Transferfenster ist auch nicht mehr so groß, ne? Weil die WM steht ja bald an und ich glaube auch deswegen sind die Spieltage ein bisschen vorgezogen worden und deswegen wird alles auch früher beginnen. So meine ich das jetzt, ne? Ja, und deswegen, ich glaube, es geht schon Anfang nächsten Monats los. Ne? Ich bin ja auch Ende diesen Monats bei der Saisoneröffnung eingeladen worden. Deswegen gucken wir da mal, was abgehen wird auf jeden Fall. Kahn meinte, CR7 passt nicht zu Bayern. Warum denn nicht? Bayern ist dann eine Gewinnermannschaft, so, hä? Verstehe ich nicht. Die ziehen doch immer durch in Champions League, so. Verstehe ich nicht. Rafinha auch zu Barcelona. 95%, Digga. 95% ist schon für mich so wie ja, safe, ja. Okay, der Licht zu Bayern, 75%. Auch ein heftiger Transfer, ein richtig heftiger Transfer, sage ich ehrlich. Kettelerei, kenne ich nicht, Digga. Noch Mertens zu Olympique Marseille. Nochmal ein bisschen Geld mitnehmen, oder was? Wie alt ist Mertens? Das wollte ich auch mal gerne nochmal sehen. Wie alt ist Mertens? 35 schon. Er ist auch nicht mehr in seinen jungen Jahren. Saha 28 oder so, 29. Nach AS Rom. Young zu Manchester United. 90% Wahrscheinlichkeit. Ja, Digga, was hat Menu vor? Brauchen ja einen Pogba-Ersatz und so, ne? Safe. Oh, Lewandowski anscheinend 85%. Ja, werden wir ja sehen. Das sieht auch so komisch aus, ne? Weil das hat vorher richtig harmoniert mit seiner Nationalität und dem Wappen. Und das sieht richtig komisch aus, Alter, ehrlich. Findet ihr nicht? Sieht echt komisch aus. Simon auch zu Bayern. Ich glaube, weil Ronaldo mehr die Führung übernimmt als Nagelsmann. Ja, hat man ja gesehen beim EM-Finale, was Ronaldo da gemacht hat, ne? Das war auch geisteskrank. Robby! Ab nach Manchester. United. Groja, Albuana nach Neapel, 20 Jahre, da kann man auf jeden Fall noch einiges reißen. Ja, und das waren sie, die Transfergerüchte und bestätigte Transfers. Ja, sind auf jeden Fall einige coole Transfers wieder mit dabei und ich glaube, wir werden noch einen Banger-Transfer miterleben. Glaube ich schon, dass wir das noch sehen werden, Leute.